Nun möchte ich mich mit Fazitanzeigern befassen. Die neuesten sind nicht dabei. Und auch die traditionelle Fallblattanzeige im Hamburger Hauptbahnhof bei der Fernbahn ist nicht dabei. Aber einige andere haben wir. Ja, ganz traditionell sind die Schiebetafeln, die es in einer einzeiligen und auch in einer mehrzeiligen Ausführung gab. Ja, von der mehrzeiligen, da haben wir leider kein Foto, deswegen habe ich da eine Zeichnung angefertigt. Das Leuchtregister. Das war auch eine einfache Lösung. Da haben wir zwei Beispiele rausgesucht. Der Rollbandanzeiger. Da wurde also ein Rollband über drei Walzen geleitet. Zwei oben, eine unten. Ja. Und bei den Fallblattanzeigern, da gab es auch mehrere Ausführungen. Die waren bei U-Bahn und S-Bahn unterschiedlich. Und dann fehlt noch die Matrixanzeige, wie sie bei der U-Bahn seit den 90er Jahren in Betrieb ist. Bei den Haltestellenschildern habe ich drei Beispiele rausgesucht, alle von der U-Bahn bzw. der Hochbahn. Es fing mit Schildern in der Schrift Schwarz auf Weiß an. In den 50ern wurde das dann umgekehrt modern, also Weiß auf Schwarz. Und in den 70ern ist man dann wieder dazu übergegangen, auf das Schwarz auf Weiß zurückzukehren. Das passte dann auch besser zu den Leuchtkästen, die hier nicht zu sehen sind. Bei der Regionalbahn ist es schwierig, an authentische Bilder zu kommen, gerade was die Fahrzeuge betrifft. Deswegen haben wir ein Bild vom Hauptbahnhof rausgesucht, um wenigstens einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ja, auch bei den elektrisch angetriebenen Zügen, also die Elektrolokomotiven, da habe ich nichts gefunden, was das ausdrückt, was es ausdrücken soll. Immerhin ein Steuerwagen der Citybahn. Das dient hier als Anschauungsmaterial. Ja, früher waren das Silberlinge. Ganz unabhängig davon, welche Lokomotive vorgespannt war. Und eine Lokomotive habe ich rausgesucht, die Reihe 212. Und ein Triebzug der Reihe 628. Der hatte natürlich dann keine Hänger.
Ja, bei der AKN, da habe ich ein Bild von einem Dampfzug. Der Rest sind Verbrenner, hauptsächlich Schienenbusse. Bei der EBU, der ANW und der AKN. Und Verbrennertriebzüge, der VT2E und der VT2A. Modernere Züge sind hier nicht in der Sammlung drin. Bei der S-Bahn, da fehlt jetzt ein Bild vom Dampf, aber der ET99, der noch mit Wechselstrom betrieben wurde, ist dabei. Die 471 in verschiedenen Ausführungen. Die 470 ebenfalls in verschiedenen Ausführungen. Die 472-73 auch in zwei Varianten. Die 474, ja, und sogar die 490 ist dabei. Noch ein Nachtrag zur S-Bahn. Die Reihe 471 verkehrte nur auf der Stammstrecke und dem Abzweig nach Bergedorf, während die jüngeren Baureihen im gesamten Netz eingesetzt wurden. Die U-Bahn, die begann als Hochbahn und die T-Wagen waren nicht numerisch klassifiziert. Das erfolgte erst nach Außerdienststellung. Aber ich gehe davon aus, dass auf der Pelkamp-Linie und nach Rothenburgsort kürzere Wagen verwendet wurden und auf der Langenhorner und der Walddörferbahn längere Wagen und auf dem Ring ein Mischbetrieb. Nach 1945 waren die meisten Fahrzeuge zerstört. Die mit den wenigsten Schäden gingen so wieder auf Strecke. Mit leichten Schäden, die wurden dann zum TU1. Und die wo nur noch das Fahrgestell brauchbar war, die wurden zum TU2 ertüchtigt. Ab 1958 gab es dann neue Fahrzeuge. Der DT1 wurde im gesamten U-Bahn-Netz eingesetzt. Jedenfalls bis in die 70er Jahre nach dem damaligen Stand. Und von der U2 als erstes wieder abgezogen. Na, wie das dann im Detail weiterging, weiß ich nicht. Kommen wir jetzt zum DT2. Da gab es auch verschiedene Ausführungen. Der DT2.1 war zunächst komplett in Grau gehalten.
kamen dann nachträglich rote Stirnflächen. Die Außenseiten der Türen wurden auch rot. Und zum Schluss kamen noch gelbe Innenflächen und blaue Sitze, Kunststoffschalensitze. Während der DT2.2 wahrscheinlich schon mit blauen Sitzen angefangen hat. Und eben der roten Lackierung. Ja, bei DT2.3 und DT2.4 kenne ich den Unterschied nicht. Charakteristisch waren die braunen Sitze, Kunstleder. Und das waren auch die ersten, die wieder abgezogen wurden. Mal die Fahrzeuge. Einige wurden noch notdürftig geflickt, aber verschwanden dann auch noch. Ja, und der DT2.5, der hatte blaue Kunstledersitze. Und könnte schon von Anfang an das später gültige Farbschema gehabt haben. Die Front des DT2.5 wurde nachträglich noch verändert. Der DT2 wurde vorrangig auf den Linien U2 und U3 eingesetzt. Aber nach Ausmusterung des DT1 fand er auch auf der U1 Einsatz. Der DT3. Da habe ich nicht viel zu sagen. Er war vorrangig auf der U1 unterwegs und wurde dann später noch auf die U3 verschoben. Der DT4, der begann seinen Betrieb auf der U2. Und das wurde dann auf die U1 ausgeweitet. Auf der U3 war leider nur ein Kurzzugbetrieb möglich. Deswegen wurde das Angebot entsprechend minimiert. Ja, der DT5. Da habe ich leider nicht den Überblick, weil er wurde extra für die U4 besorgt und nebenbei auch um die DT3 zu ersetzen, also für die Linie U3. Das ganze Projekt sieht etwas konzeptlos aus und ich muss zugeben, das ist es auch. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich gerne zeigen möchte, was ich sagen möchte, aber ich habe mich schwer getan, damit das zusammenzubringen.